Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Christine Küchel von Darlin Sali und alle, die heute live zuschauen werden, das freut mich jetzt schon mal ganz, ganz arg, weil ich bin nämlich heute ausnahmsweise Donnerstag da und nicht sonst wie sonst Mittwochvormittag um 10 Uhr, sondern ja, diese Woche lief, die Julia, gell? Julia war's. Little Diamond ist da. Ja, super. Freut mich sehr, dass du es geschafft hast. Ja, es ist gestern, ja, tipptopp. Und die Anja ist auch da. 5 Zuschauer sind schon da. Ja, mega. Krasse Sache. Es ist Donnerstag irgendwie besser. Doris ist da. Ja, super. Freut mich sehr. Also, es tut mir leid, dass es gestern so ein kleines Durcheinander gab oder beziehungsweise mittelgroßes, weil nämlich ich hatte Dienstag ganz arg vor, ich mache Mittwoch den Livestream und dann ist meine Tochter am Dienstagnachmittag im Sport, die macht Karate, ist sie hingeflogen, irgendwie die Hand danach, die linke Hand zum Glück, total dick geschwollen und überhaupt. Und dann hat sie, mussten wir dann halt gestern Vormittag spontan zum Arzt gehen und deshalb musste ich, eben der Termin war dann gerade um 10 Uhr morgens und dann musste ich echt kurzfristig absagen. Es hat mir so leid getan, aber ich habe mir gedacht, ich habe verständnisvolle Zuseher und dann wird das schon irgendwie gehen. Ich habe mir vorgenommen, ich mache das, ziehe das heute einfach nach, einen Tag später und wie es sich zeigt, irgendwie 7 sind schon da, das ist ganz, ganz toll. Diejenigen, die noch nicht Hallo gesagt haben, die dürfen das gerne reinschreiben. Diejenigen unter euch, die den Livestream im Nachhinein angucken werden, die dürfen gerne meinen Kanal abonnieren, dann bekommen sie nämlich rechtzeitig Bescheid, wenn ich wieder online bin und wenn ich wieder super geniale Infos für euch habe. Was ich heute für euch, Knoten in der Zunge schon am frühen Morgen, was ich für euch vorbereitet habe für heute, sind im Prinzip zwei Themen und zwar so ein bisschen so mein Rückblick über die Kreativa letzte Woche in Dortmund, was ich so alles erlebt habe. Außerdem, erblondet, ja, danke schön, Doris, ja. Ich musste ein bisschen für letzte Woche, musste ich ein bisschen mir eine Showfrisur zulegen. Aber danke schön, Iris, ja, guten Morgen. Das freut mich auch sehr, dass du zusiehst. Es ist so, dass ich für die Kreativa ein bisschen irgendwie was gebraucht habe, irgendwie so eine Showfrisur, weil die mich alle schon mal am Stand besucht haben, die wissen, ich stelle sie dann immer so hoch, so tolle mäßig und so. Und ich habe mir gedacht, mit so ein bisschen blond, beziehungsweise es sollte ursprünglich eher so ein Grauschimmer haben, war es dann ganz cool. Der Grauschimmer ist leider schon weg und ich kriege es irgendwie nicht mehr hin mit meinem Silberhaar-Shampoo, dass ich sie wieder hell kriege. Aber okay, dann ist es jetzt halt einfach so. Aber es ist eine einmalige Sache, weil ich habe schon öfters gesagt, ich möchte irgendwie eigentlich so wenig Chemie auf dem Kopf haben wie möglich. Da ist genug Wirrwarr drin, da brauche ich nicht noch Chemie auf dem Kopf. außerdem möchte ich noch ganz kurz über das Video von gestern sprechen. Und jo, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe wieder was vergessen. Aber ist egal, mal gucken, wie ich da drum rumkomme. Noch ein kleiner Tipp für alle diejenigen, die eben den Kanal noch nicht abonniert haben. Bald habe ich die 2000 geschafft. Yay! Yeah! Also von dem her, sie fehlen nicht mal mehr 100 Leute, die den Kanal abonnieren dürfen können. Und dann habe ich meine 2000 geschafft. Das ist dann schon ein sehr großer Meilenstein für mich, weil ich finde, es ist echt immer noch eine Nische im deutschen Markt, sage ich jetzt mal, weil es halt ganz, ganz wenige gibt, die deutsche Patchwork- bzw. Quilt-Videos bringen. Und deshalb, ich weiß nicht, ich kenne gar niemanden, der wirklich Freihand-Quilt-Videos bringt auf dem deutschen Markt. Vielleicht habe ich es einfach auch noch nicht entdeckt, vielleicht auch noch zu wenig gegoogelt. Aber eben, da es halt eine solche Nische ist, müsste es eigentlich viel mehr verbreitet werden. Also wenn ihr irgendwie jemanden seht, der Fragen hat bezüglich Freihand und so, Freihandquilten und so, verweist ihn noch gern auf meinen Kanal, da wäre ich euch super dankbar. Wie ich gerade schon angekündigt habe, ich war letzte Woche auf der Kreativa, habe ich ja irgendwie mehrfach irgendwie mitgeteilt. Ich glaube, es hängt langsam schon zum Hals raus. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen auch ein Danke loswerden und zwar an meine
zwei Fans, die am häufigsten kommentieren, am häufigsten irgendwie auch schon Sachen von mir ausprobiert haben oder irgendwie Ratschläge von mir angenommen haben, beziehungsweise das sind die, die ich am häufigsten mitbekommen habe. Was so im Hintergrund läuft, weiß ich natürlich nicht. Wenn man es mir nicht direkt sagt, dann kriege ich das ja nicht so richtig mit. Und zwar hat die liebe Conny mich am Stand besucht. Das war mal wieder ganz, ganz toll. Die hat zum dritten Mal einen kleinen Workshop bei mir gemacht. Dann war außerdem, bevor ich zur nächsten wechsle, die Conny hatte mir was mitgebracht. Und zwar hat sie mir hier, ich weiß nicht, könnt ihr es lesen? Da steht drauf, Christine Master of Quilting. Das ist ein Schlüsselanhänger. Ist auf Filz und die Schrift, die leuchtet im Dunkeln. Hat sie mir geplottet. Ist das nicht süß? Und auf der Rückseite steht dann Patchwork Yoda. Ist das nicht geil? Ich finde das so geil. Also, mein Schlüsselanhänger. Aber ich habe schon gesagt, ich werde ihn wahrscheinlich nie als Schlüsselanhänger benutzen, sondern werde ihn in so einen Schrein reinstellen oder hängen oder irgendwie sowas. Also es ist mega, mega cool. Dankeschön, Conny, dafür. Ja, und die Anja hat gerade ein Herzchen gepostet. Das ist die... Moment, ich war leider zur Reha, aber ich steige jetzt langsam wieder ein. Ja, super, Iris, das freut mich natürlich ganz, ganz arg. Die Anja, die hat mich als zweite quasi Mega-Fan besucht. Wer sehen möchte, was die Anja schon aus meinem Eulenkurs gemacht hat, der kann gern auf meine Facebook-Seite gehen. Da habe ich neulich, irgendwie vor 2-3 Tagen oder so, ein Foto gepostet, wo die Anja und ich vor meinen Eulen, und sie hat ihre Eule in der Hand, die sie nach meiner Collagenbilder-Videokurs erstellt hat, hatte sie dabei und dann haben wir zusammen ein Foto gemacht. Das fand ich mega, mega toll, Anja, wie du mit der ganzen Familie, die musstest du quasi, also ich sage jetzt nicht nötigen, vielleicht ein bisschen, aber ich denke mal, ihr seid eine relativ kreative Familie. Moment. Ah ja, gut, Anne, wenn der Kleine randaliert, ich kann ihm auch gern was vorsingen. Oder die Anja liest ihm ein Märchen vor. manchmal klappt es halt eben nicht mit dem Live dabei sein. Die Anja hat mich mit ihrer ganzen Familie, mit Mann und Kindern besucht und ich fand das mega toll. Irgendwie, sie waren schon relativ früh am Morgen bei mir am Stand und dann hier Fotos gemacht und gequatscht und gefachsimpelt und überhaupt gefreut und bla bla. Und dann sage ich so zu ihr so, ja, dann wünsche ich ihr noch viel Spaß auf der Kreativa und viel Erfolg und überhaupt. Und dann sagt sie so, nö, also das, was ich jetzt eigentlich machen wollte, das habe ich erledigt. Ich wollte eigentlich nur zu dir an den Stand kommen und Hallo sagen. Und ich so, hä? Echt? Dann nimmt man keine Ahnung, wie viel Kilometer Aufsicht und einfach nur, um Hallo zu sagen. Ich fand das so, so toll. Also von dem her, oh, ich habe schon Fans, so richtige Groupies. Ah. Also das fand ich richtig, richtig geil. Ja, und das hat mich auch mega gefreut. Vielleicht schaue ich deshalb auch so glücklich auch jetzt gerade aus, Anne, was du gerade geschrieben hattest. Also ich bin jetzt im Moment auch gerade richtig glücklich. Ich meine, ein paar haben von euch mitbekommen, dass Anfang des Jahres ziemlich kacke hier war und irgendwie mit Krankheit und bla bla bla. Oh ja, geil, finde ich auch, Iris. dass halt ziemlich kacke irgendwie hier Januar, Februar gelaufen ist und dann, dass die Kreativa dann doch so mega genial geworden ist, fand ich dann richtig, richtig herzergreifend und ganz, ganz, ganz arg toll. Ich weiß, ich habe noch ganz viele andere Fans, die auch mich besucht haben und auch sehr viele neue und große Fans. Also es ist, ich möchte einfach niemanden vergessen. Deshalb habe ich jetzt einfach nur die zwei erwähnt, weil das sind so diejenigen, die, meinen Weg schon relativ lange verfolgen. Und ich weiß jetzt auch, was bei der Anja der ausschlaggebende Punkt gewesen ist, welcher Quilt sie am meisten oder beziehungsweise als erstes beeindruckt hat. Und das fand ich dann auch irgendwie, das hatte ich irgendwie so bisher noch nicht mitbekommen, dass mein Mehlsackturm, den ich damals erstellt habe, ungefähr Mitte letzten Jahres, dass der dann doch irgendwie so einen großen Eindruck hinterlassen hat. Also, Dankeschön. bevor ich jetzt noch ein bisschen was weiter erzählen werde, ich habe hier im Hintergrund heute für euch meinen Mandala-Quilt. Den hatte ich ja damals erstellt für den Wettbewerb Die Goldene Nadel in Karlsruhe, aber dann eben 2 Wochen vor Anmeldeschluss haben sie ja dann mitgeteilt, dass sie den Wettbewerb komplett auf 2020 verschieben
Und ich habe jetzt für mich entschlossen, dass ich diesen Quilt, der jetzt nicht in 2019 teilnehmen darf, dass ich den auf jeden Fall nicht aufheben werde und in der Schublade liegen lassen werde und niemandem zeigen werde bis 2020. Deswegen habe ich gesagt, ich mache für 2020 einfach was Neues für die Nadelwelt und zeige und präsentiere den Quilt quasi im Vorhinein schon. Die Leute, die... Dankeschön, Anne. Die Leute, die mich auf der Kreativa schon besucht haben, die konnten den Quilt schon im Original bewundern. Euch zeige ich ihn jetzt einfach jetzt nochmal. Es ist ein Längsformat und hier auf YouTube mache ich quer, deshalb passt er nicht ins Bild. Ich fahre jetzt einfach mal hoch. Ach ja, genau, auf der Kreativa habe ich den Quilt in quer präsentiert, weil er einfach da besser bei mir an Stand so gepasst hat. Moment, ich schwenke mal kurz hoch. Da sieht man jetzt eben die ganzen Mandalas, die ich da drauf gequiltet habe. Im Prinzip ist es eigentlich gar kein Hexenwerk. Ich erzähle kurz was dazu. Und zwar ist es einfach nur ein weiße Damastbettwäsche. Die viele, die meinen Weg schon verfolgt haben jetzt die letzten Monate, ich will jetzt nicht sagen Jahre, die wissen, dass ich sehr gern mit weißer Bettwäsche arbeite und sehr viel zu Hause bzw. im Keller unten habe. Und da habe ich einfach ein ganz normal weißes Ding genommen und habe mit Pigmentstift, ja, Iris, da werde ich sicher auch nochmal was dazu, ein Video vielleicht dazu machen oder so. Also ich habe hier mit Pigmentstift die schwarzen Linien vorgezeichnet und dann nachgequiltet, also mehrfach nachgequiltet. Also Moment, ich fahre mal ein bisschen näher. Könnt ihr das sehen hier? Da habe ich die Linien irgendwie 2, 3, 4 Mal nachgequiltet. Und dann nachher, das Ganze war dann immer noch erst schwarz-weiß und dann habe ich danach, und es sind ja immer alles die gleichen Mandalas, die überlappen sich bloß so ein bisschen. Ich hatte mir quasi so eine, also ich verrate jetzt hier Geheimnisse, gell? Also es soll kein Kurs sein, vielleicht verlange ich noch irgendwann mal Geld dafür, aber irgendwie die zuschauen und die nachher das Video nochmal im Nachhinein gucken, die sollen ruhig ein bisschen einen Vorteil davon haben. Und zwar habe ich mit schwarzem Garn die gleichen Motive dann vorgezeichnet. Zuerst mit einem Pigmentstift. Ich habe irgendwie die Reihenfolge gerade verdreht. Und wie ich die Motive draufgebracht habe, ist einfach so, dass ich mir einen, auf DIN A3 habe ich mir das Mandala ausgedruckt auf einem Papier. Und dadurch, dass das relativ dicke Linien gewesen sind von dem Mandala, habe ich das einfach drunter legen können und dann auf dem Wohnzimmerboden mit dem Stift danach zeichnen können. Danach habe ich das Volumenvlies und die Rückseite dran gemacht, dann die schwarzen Linien alle mit einem schwarzen Garn mehrfach nachgequiltet. Und dann im Nachhinein habe ich meine Inktense-Stifte von Derwent. Anja, hast du zugehört? Hast du das gesehen? Inktense-Stifte von Derwent, weil die Box habe ich jetzt natürlich drüben gelassen, meine Holzbox. Die hatte ich auch schon einen Livestream über die Stifte gemacht, und zwar sind es Aquarellstifte von Derwent, von der Firma, und die sind eigentlich ziemlich genial, wenn man die dann quasi, also wie Aquarellstifte dann mit Wasser dann aktiviert, dann fangen die an zu leuchten und die sind ganz, ganz arg toll. Man muss dann halt, wenn man so genaue Sachen hat, muss man dann relativ genau dann auch und mit ganz, ganz wenig Wasser nur die Farbe quasi aktivieren, weil sonst verläuft es und verläuft dann außen raus. An manchen Stellen habe ich es auch tatsächlich nicht geschafft, dass die Farbe drin bleibt im Mandala, sondern ist nach außen gegangen. Aber viel, also mir ist es, also Julia, das sind tatsächlich ganz normale Aquarellstifte, aber auf der Homepage von Derwent, beziehungsweise, nein, ich weiß, dass es noch kein deutsches Video gibt. Ja, ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie eine Corporation starten kann. Also es steht halt einfach nur dabei auf der Homepage von Derwent, dass die quasi, wenn, dass man sie auch auf Stoff benutzen kann. Und wenn die dann quasi einmal aktiviert worden sind, die Farben, und man drüber bügelt, dann sind die im Stoff fixiert. Also quasi, dass sie waschecht sind. Ich habe es jetzt im Nachhinein noch gar nicht so oft probiert. Ich vermute, dass die Farben sich dann doch nach, sag ich jetzt mal, 10 Mal waschen, 15 Mal waschen, dass die definitiv ausbleichen werden. Aber ich verwende die Stifte ja auch bloß für Wandbehänge, die ich so gut wie gar nicht irgendwie waschen werde. Von dem her ist mir das eigentlich ziemlich bums. Ja, gerne. Und ja, im Prinzip ist das ganze Hexenwerk hinter dem Mandala. Also eigentlich habe ich mir ein fertiges Mandala
ausgedruckt, beziehungsweise einen Teil von dem fertigen Mandala dann ausgesucht, weil ich habe es nicht exakt gleich kopiert. Und dann habe ich das übertragen, nachgequiltet und ausgemalt. Das ist das ganze Hexenwerk. Und dann halt im Hintergrund noch den Hintergrund platt gequiltet, damit es alles ungefähr ein bisschen gleichmäßig ist. Guten Morgen, Erika. Das habe ich bisher nur gemalt, aber genäht. Ja, also malen tue ich es ja auch immer sehr, sehr gern, beziehungsweise eben ausmalen. Und deswegen bin ich eigentlich auf den Gedanken gekommen, dass man das doch so machen könnte. Ich habe auf der Nadelwelt und bei den Patchwork-Tagen, also in Karlsruhe beziehungsweise in Dinkelsbühl, habe ich auch jeweils einen Kurs zum Mandalas quilten. Da wird es aber nicht so sein, dass wir nur die Umrisse quilten und dann ausmalen, sondern da ist tatsächlich so, dass dann die einzelnen Flächen mit kleinen Quiltmustern ausgefüllt werden. Das ist auch ein super, super spannender Kurs. Leider sind sie im Moment schon ausgebucht. Also von dem her kann ich gar nicht großartig Werbung dafür machen. Also was viele auch gefragt haben auf der Kreativa, die mich besucht haben, haben gefragt, ja, wo gibst du Kurse, wo machst du und überhaupt, ich möchte Kurse besuchen. Dann habe ich gesagt, eigentlich habe ich gar keine geplant, außer jetzt eben Karlsruhe und Dinkelsbühl ist für dieses Jahr noch gar nicht großartig was geplant. Aber ich sage es jetzt hier gern nochmal, den 18 Zuschauern, die im Moment live zuschauen, wenn ihr eine Gruppe habt, irgendwo in Deutschland, die, sage ich jetzt mal so, 5 bis 10 Leute Teilnehmerinnen hat, dann schreibt mich an unter info@dalinsali.de. Ich komme dann auch gern mal vorbei. Gabriele hat mich auch besucht auf der Kreativa. Ja, ich konnte mich schon ein bisschen erholen. Ich muss noch ein bisschen was zur Kreativa sagen, dann werde ich das auch noch kurz erzählen. Und zwar könnt ihr mir, wenn ihr irgendwie Interesse habt an einem Mandala-Kurs oder an einem Collagenbilder-Kurs, dann könnt ihr mich gerne anschreiben, eben unter der genannten E-Mail-Adresse info@dalinsali.de. Dann kann ich gucken, ich habe keine fixen Preise, ich muss immer gucken, habe ich jemanden in der Nähe, wo ich übernachten kann, weil dann werden wird der Preis natürlich günstiger ausfallen, als wenn ich mir jetzt noch ein Hotel buchen muss. Vielleicht hat auch irgendjemand ein Gästezimmer, wo ich dann nachher quasi übernachten kann, dann komme ich natürlich sehr, sehr gern und dann wird eben, wie gesagt, auch der Preis etwas günstiger. Aber wenn ihr Interesse habt und ihr eine Patchwork-Gruppe habt, die immer wieder irgendwie an neuen Sachen interessiert ist, ich komme auch gern vorbei, egal wo, jetzt in Deutschland, Schweiz, Österreich. Es liegt ja alles irgendwie quasi ums Eck hier in Friedrichshafen. Von dem her, ich komme gern vorbei. Jetzt noch zur Kreativa. Und zwar, ja, Gabriele, ich habe mich schon ein wenig erholt. Mir hängt immer noch so ein bisschen der Schlaf so hinterher. Also ich falle abends einfach tot im Bett um und bis zum nächsten Morgen weg. Aber ich denke, das werde ich dann auch noch nachholen können auf jetzt im Hinblick aufs Wochenende hin. Ich habe mich heute tatsächlich gar nicht geschminkt, weil ich zu faul war. Also man sieht noch ein bisschen so die Augenringe, aber ich habe mir gedacht, ihr müsst mich jetzt heute einfach so ertragen in meiner puren Schönheit. Ich habe mein Quilt angemalt dahinter mir. Ich muss nicht mich auch noch anmalen. Genau, also zu den Fans, zu meinen größten 2 quasi, die mich besucht haben, habe ich ja gerade eben schon was gesagt. Was mich auch sehr beeindruckt hat, war, dass Wiederholungstäter bei mir am Stand gewesen sind. Das waren mehrere, die tatsächlich wiedergekommen sind und im Prinzip den gleichen Workshop mit einem anderen Motiv natürlich nochmal gemacht haben. Also natürlich ein anderes Motiv, weil ich verwende ein Motiv maximal 2-mal irgendwie in meinen Workshop-Vorlagen. Da kann man auch eigentlich sicher gehen, dass man auf jeden Fall ein Unikat zu Hause hat, wenn man bei mir am Stand dann irgendwie wieder geht. Und deswegen fand ich das auch eigentlich auch ziemlich cool, dass Leute 2-mal da waren. Klar, sie mussten ja was anderes nähen, aber eben Wellness-Tag, Sauna. Oh, Gabriele, wo wohnst du? Ich komme vorbei. Ich mag auch mal wieder in die Sauna. was ich auch ganz toll fand, war, dass mehrere Kinder bei mir am Stand den Workshop mitgemacht haben. Also der Niklas, kann ich sagen, der war jetzt auch eben schon zum 2. Mal da. Ich glaube, er ist 11 oder 12. Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher. Ich hatte aber auch ein 8-jähriges Mädchen dabei und die haben alle ganz, ganz tolle Ergebnisse abgeliefert. So insgesamt, welche Ergebnisse so entstanden sind. Ich habe nicht alle fotografiert, leider muss ich dazu sagen, weil es war irgendwie doch irgendwie wieder super, super schön, die ganzen Ergebnisse zu sehen.
ich sag jetzt nicht die allerallerbesten, aber bei denen, wo ich dran gedacht habe, nach Göttingen, oje, ist nicht gerade um die Ecke, Gabriele. die Werke, bei denen ich dran gedacht habe, sie zu fotografieren, die findet ihr eben auf meiner Facebook-Seite, eben auch unter Darlin Sali zu finden. Da habe ich eben während der Kreativa immer abends dann so einen Rückblick über den Tag gepostet, was denn so eben bei mir am Stand genäht worden ist. Wie gesagt, ich habe nicht alle fotografiert, aber eben einen großen Teil. Aber was ich auch spannend fand, ich habe immer noch nicht, ich war jetzt viermal hintereinander auf der Kreativa. Ich hatte auf der Kreativa noch keinen Mann, der sich getraut hat, hinzusetzen an die Nähmaschine und zu nähen. Faszinierend, oder? Also in meinen ganzen Workshops und Kursen hatte ich bisher erst einen erwachsenen Mann. Niklas, okay, der ist jetzt zum zweiten Mal da gewesen, aber er ist noch kein Mann, er ist ein Junge. Also von dem her mit 11, 12, da zählt er für mich noch nicht als Mann. Er ist super begeistert und er macht es ganz, ganz toll. Aber eben, erwachsene Männer, kommt doch auch gern mal zu mir anstanden, da kann man was erleben. Was ich auch ganz spannend fand, ich habe jetzt inzwischen einen neuen Fan, die Christine. Und zwar, das ist eine ganz interessante Frau, und zwar, sie super Perfektionistin, also wirklich immer exakt machen und alles. Und sie hat gestern meine Seite empfohlen. Und zwar hat sie auf meiner Facebook-Seite geschrieben, dass sie als Perfektionistin an meinen Stand gekommen ist. Und dann, ich war ja nicht nur alleine da, ich hatte noch die Uli und meine Schwester, die Dorothea, mit dabei. Und wir haben quasi den Laden sozusagen geschmissen, wenn ich jetzt gerade irgendwie keine Zeit hatte, haben die zwei dann irgendwie die Leute in den Workshops beraten, beziehungsweise am Stand zu den ganzen Sachen. Es hat die ganze Zeit gebrummt, das war Halligalli die ganze Zeit. Und wir haben ihr quasi im Team so ein bisschen die Angst vor dem Perfektionismus genommen und zu sagen, okay, wenn man es jetzt nicht mit der Nase direkt dran irgendwie betrachtet, dann ist es auch quasi von einem Meter Entfernung, sind schon die kleinsten Fehler eigentlich gar nicht mehr zu entdecken und so. Und das fand ich dann irgendwie dann doch so faszinierend, dass ihr diese Argumente, die wir gebracht haben, dass sie dann doch irgendwie so, dass sie die so aufgenommen hat und nicht irgendwie als Kritik gesehen hat, sondern eigentlich nur als Bereicherung. Das fand ich auch ganz, ganz toll. Also bin mal gespannt, was wir noch von der Christine sehen werden. Ja, gerne, Gabriele. Sagst mir dann gern, was rausgekommen ist mit dir und deinem Enkel, mit dem Gekritzel. Im Endeffekt ist es auch nichts anderes als so ein bisschen so Gekritzel auf dem Stoff. Also von dem her, ich sehe das nicht als abwertend, sondern es ist einfach auch so. Es ist wie so eine, ich habe ganz oft zu den Teilnehmerinnen im Workshop gesagt, wenn sie solche Kritzeleien eben diese so nebenher mal machen, mal neben Telefonieren her auf einem Notizblock oder so. Wenn man so kleine Kritzeleien, die man sowieso schon in der Hand drin hat, automatisch zeichnen kann, dann lassen die sich ganz, ganz einfach eben in dieser Nähmalgeschichte ganz leicht auf den Stoff wieder drauf bringen. Also von dem her ist es im Prinzip Kritzelei mit Nadel und Faden. Also von dem her alles gut. Es ist nämlich genau das. Weil dann hat nämlich der Kopf quasi, das Hirn muss da nicht mehr nachdenken, was es machen muss. Und es läuft alles schon viel, viel einfacher. Also probier es einfach mit deinem Enkel aus. Wenn der eben auch schon ein bisschen so malen kann oder ein bisschen so Kritzeleien machen kann, dann fällt es ihm tatsächlich noch viel, viel einfacher. Wer eben noch ein bisschen Eindruck. Ja, genau, Julia, dann üb mal schön noch ein bisschen auf Papier weiter, weil das hilft definitiv. Wer eben noch sonstige Eindrücke direkt live von der Kreativa sehen möchte, kann eben auf meiner Facebook-Seite gucken. Da habe ich, glaube ich, zwei Livestreams kurz vor der Kreativa aufgenommen und habe sie auf meiner Facebook-Seite gepostet. Hier auf YouTube ging es irgendwie technisch nicht. Das habe ich irgendwie nicht so gerafft, wie ich das hinkriege. Beziehungsweise nicht technisch habe ich es nicht hingekriegt, sondern mein Kopf hat sich hingekriegt. Hallo Niki, Niki, ich heiße Christine, nicht Dalin. Das habe ich werde dauernd als Hallo Dalin bezeichnet. Also, aber ich sage es einfach nur so nebenbei, ich heiße Christine. Genau. Weil von Dalin Sali kann man tatsächlich nicht, absolut gar nicht meinen Vornamen ableiten.
Eben, die Livestreams und eben auch Fotoeindrücke von der Kreativa habe ich eben auf meiner Facebook-Seite gepostet. Außerdem konnte ich auf der Kreativa noch einiges an Netzwerken. Ich habe die liebe Claudia Pfeil wieder nicht kennengelernt, die kannte ich ja schon, aber getroffen, und mit der habe ich auch in einem Livestream, kommt sie eben auch vor, und das war total lustig. Wir haben einfach Party gemacht hier auf der Kreativa und es war lustig. Dann, wen konnte ich noch kennenlernen bzw. wieder treffen? Die liebe Regina konnte ich wieder treffen. Und zwar, die Regina ist diejenige, die diese dreifingerigen Quilthandschuhe produziert hat bzw. entworfen hat. Und für die Handschuhe verwende ich auch ja ganz häufig in meinen Freihandquilt-Videos und mache quasi Werbung für die Regina. Und ja, da konnte ich sie, und sie war eben auch mit einem eigenen Stand vertreten auf der Kreativa, und habe sie jetzt endlich mal persönlich kennengelernt, beziehungsweise eben auch ganz viel mit ihr gequatscht und so, wenn es die Zeit zugelassen hat. Das fand ich auch ganz, ganz toll, dass ich sie endlich mal, ja, mal so nicht nur am Telefon mitbekommen habe. Genau. Ein ganz großes Dankeschön gilt natürlich wieder der Firma Yuki, die mir für die Messe, für die Workshops die 6 Nähmaschinen zur Verfügung gestellt hat. Das war wieder ganz große Klasse. Zwischendurch. Ah ja, okay. Die sind echt toll, die Maschinen. Und ja, ich hatte ja einen kleinen Ausfall, wo ich dann die Maschine dann unter den Tisch stellen musste, weil sie echt gar nicht mehr getan hatte. Aber die anderen, die haben gut getan, und die waren dann auch die ganze Zeit gebucht, quasi meine Workshops. Und die Leute haben sich ganz arg dran gefreut, an diesen eingängigen Maschinen zu nähen. Also nach einer kurzen Weile hat man das dann auch schon raus. Wie bekommt man den Fuß hoch und runter, Nadel hoch und runter, mit dem Fadenabschneider, mit dem Fadeneinfädler. Also großes Dankeschön, dass ihr mir immer wieder. Ja, ich weiß schon, Gabriel, ich hatte es verstanden, bloß ich war gerade in meinem Satz drin, deswegen. Es ist meist noch zu groß. Okay. Also, ich habe mit der Regina geredet und sie hat gesagt, bei ihr ist L am Stand am besten gelaufen. Also, ich weiß jetzt nicht, was für große. Wie groß deine Hände so sind. Also von dem her, meine Schwester hat auch ganz, ganz kleine Hände, und der passen eigentlich die S eigentlich schon. XS. Weiß ich nicht, ob sie zur Verfügung hat. Kann sein. Ich weiß es nicht. Also Kindergröße gibt es definitiv nicht. XS weiß ich nicht. S auf jeden Fall. Ja. Yuki, großes Dankeschön. Und an den. An den Herrn Amrain von Alterfil, falls er sich irgendwann mal hier angucken will, auch ein ganz, ganz großes Dankeschön. Der hat mir ganz, ganz groß weitergeholfen, weil der ist ein großer Sponsor für meine Garne, die ich am Stand. Ja, Doris, die ist auch, die Regina ist auch in Karlsruhe mit dem Stand, beziehungsweise wenn sie persönlich nicht da ist, gibt es die Handschuhe, werde ich entweder sogar in meinen Kursen mit dabei haben. Doris, du bist doch auch in meinem Kurs. Kannst du bei mir dann im Kurs erwerben, oder aber unten am Stand von Esther Miller. Würde mich natürlich freuen, wenn du es bei mir im Kurs mitnehmen willst. Weil eben, ich hatte mit der Regina dann schon ausgemacht, dass ich eben für die Mandala-Kurse und die Freihand-Stickgeschichten mit den Architekturfotos, dass ich eben die dreifingerigen Handschuhe dann bei mir oben im Kursraum auch habe und da eben anbieten werde. Ja, der Herr Amrain von Alterfil, also wenn irgendjemand ganz, ganz tolles und nicht so teures Quiltgarn oder beziehungsweise Stickgarn oder alles Nähergarn haben möchte, schaut doch mal bitte auf Alterfil ausprobieren. Ja, ich werde meine dabei haben, dann kannst du ja mal ausprobieren, bevor es dir welche zulegst. Schaut mal bei Alterfil vorbei, die haben super, super Garne und echt für gar keinen teuren Preis. Ich weiß, ich bin hier gerade hier ein bisschen so in dieser Lage, ich werde ein bisschen gesponsert, aber ich bin wirklich von diesen Garnen überzeugt, sonst würde ich es nicht sagen, also sonst würde ich es auch nicht verwenden. Also wenn ich von etwas nicht überzeugt bin, dann mache ich auch keine Werbung dafür. Deshalb,
Schaut gern bei Alter Phil vorbei. Die haben super Garne. Auch die Stickgarne haben wir inzwischen ausprobiert. Die sind auch richtig, richtig gut. Obwohl ich im Moment noch die Stickgarne von Gütermann auf den Workshops habe, weil ich da einfach eine große Farbpalette inzwischen schon habe. Und da möchte ich nicht einfach jetzt von jetzt auf gleich dann wechseln. Also die werde ich auf jeden Fall noch weiter benutzen. Und die haben mir bis jetzt auch sehr, sehr gute Dienste geleistet. Also muss ich auch sagen, die Sulky-Garne von Gütermann sind auch tipptopp. Also kann man gar nichts sagen. Sind vom Preis her ein bisschen teurer, aber es ist halt einfach so. Dann, wen habe ich noch getroffen? Und jetzt ein bisschen abseits von dieser Nähgeschichte sozusagen, habe ich den Milet von Knetbeton wieder getroffen. Wer ihn auch gesehen hat, er ist sehr speziell, aber sehr lustig. Ein Typ einfach. Es ist, wer auch ein bisschen so Richtung Kreativ, Richtung Betonsachen machen will. Gehe ich schwitzen, genau. Im Moment benutze ich Handschuhe für. Ah, okay, Doris, ja. Kannst aber gern, wie gesagt, in Karlsruhe mit meinen erstmal probieren und dann gucken, ob du dir auch welche zulegen möchtest. Ja, Milet habe ich getroffen und der ist einfach, er war mal Animateur und in Urlaubsgebieten, ich glaube in Spanien oder in Tunesien, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, und hat da die Leute animiert und das merkt man richtig. Der Typ, der, wenn der die Leute anquatscht, dann ist einfach hier Party am Stand und der ist einfach nur lustig. Speziell, aber sehr lustig. Milet, es war mir eine Freude, dich wiederzutreffen. Dann habe ich noch getroffen die Sunny von Regeneration. Moment, ganz kurz. Jetzt ist der Kommentar schon wieder verschwunden. Also jetzt erzähle ich einfach weiter, bis der Kommentar wieder erscheint, weil YouTube blendet mir die Kommentare immer relativ schnell wieder aus. Und wenn ein langer Kommentar ist, dann, wenn ich nicht sofort lese, werde ich nicht ganz fertig. Die Sunny von Regeneration war da und zwar haben die ganz, ganz tollen Gin im Angebot gehabt und ich bin da täglich mal so hin und habe mal einen probiert und ja, dann habe ich meine Schwester mit an den Stand genommen, die hat dann auch ein Fläschchen mitgenommen und ich musste für eine Freundin eine Flasche mitbringen. Also ganz, ganz tollen Gin wollte ich eben nur kurz erwähnen in meinem Livestream. Wenn ich jetzt eben ein paar Leute erreichen kann, dann möchte ich dafür eben auch ein bisschen Werbung machen, weil die haben mich richtig beeindruckt mit ihren Sachen. Wen ich auch wieder gesehen habe dieses Jahr, war die Martina. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr Stand heißt. Und zwar hat sie ganz, ganz tolle Ledersachen, Lederartikel, Ledertaschen, Ledergürtel. Und da habe ich mir jetzt quasi inzwischen schon 4 Gürtel bei ihr besorgt. Jedes Jahr nehme ich einen mit. Und ich habe jetzt mal, damit ihr so seht, wovon ich rede, es klippert schon. Moment, Qualität hat seinen Preis, meine Meinung. Ja, also Niki, die Garne von Alterfil, die sind zwar vom Preis her günstiger als jetzt zum Beispiel Gütermann, aber es ist auch super Qualitätsgarn und ich wollte das eben nur sagen, im Vergleich zu Gütermann oder Ammann und Mettler, Schnickschnack, ist er halt einfach ein bisschen günstiger. Probier einfach mal eine Rolle aus und dann wirst du überzeugt sein, dass dieses Garn echt viel weniger fusselt als Madeira zum Beispiel. Ich möchte es nicht unbedingt Negativwerbung machen. Madeira macht auch super Garne. Aber ich habe einfach, wenn ich diese Freihand-Quilt-Geschichte mache, habe ich und diesen Plastikfuß dran habe, da sammeln sich immer sehr, sehr viele Fussel von den Garnen drauf. Und da habe ich jetzt zum Beispiel bei den Alterfil-Garnen viel weniger Fussel nach dem Quilten auf diesem Plastikfuß liegen, als zum Beispiel bei Madeira. Es ist einfach so. Obwohl jetzt eben, wenn, also ich finde, Alterfil ist definitiv ein Markengarn. Also definitiv. Der gehört schon wirklich zu den Qualitätsgarnen. Also kann man nicht schlecht reden. Obwohl er im Vergleich ist er günstiger. Er ist nicht billig. Er ist nur günstiger als die teuren Markengarne. Okay? So meine Meinung. Genau, ich war gerade bei den Gürteln von der Martina. Und zwar habe ich mir den hier mal gekauft, einen roten. Dann habe ich mir den grünen gekauft, mit der Schnalle hier. Dann habe ich mir mal letztes Jahr den hier gegönnt. Ah ja, okay, gut, dann habe ich dich so ein bisschen überzeugt, Niki. Und dieses Jahr gab es dann diesen hier in Petrolfarben. Ah, finde ich so geil. Also, Martina, ich weiß nicht,
wer, wo, wie, wann und so. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwie mehr Kontakt zu dir rauskriege, weil ich habe echt nie eine Visitenkarte von ihr mitgenommen, blöderweise. Oder vielleicht habe ich noch letztes Jahr. Ich muss mal gucken in meinem Fundus. Ich habe jetzt heute bloß die Gürtel alle rausgesucht und die sind so mega, mega cool. Und jo, wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Also ich stehe halt ja einfach so auf so Bam-Sachen, die einfach wirken dadurch, dass sie da sind. wen ich noch getroffen habe, war der Peter. Peter kommt aus Lindau und verkauft Hüte. Und ich habe es, glaube ich, mal erzählt. Ich war dieses Jahr groß in Urlaub nach Afrika und habe mir einen Hut bei ihm gekauft. Jetzt wollte ich ihn euch zeigen. Haha. Ist ja nicht geil. Der hält mir dann die Sonne vom Leib und ich habe ein bisschen Sonnenschutz. Ist ja nicht geil. Ein super geiler Strohhut. Peter kommt aus Lindau und ich habe jetzt auch gerade gar keinen Kontakt von ihm. Ich suche mal raus und schreibe dann unten in die Infobox, wie die Sachen heißen, die ich jetzt gerade so erwähne. Und dann habe ich natürlich wieder den Karl-Dieter Horn aus Binzen, Bitzen irgendwie wieder getroffen. Der ist jetzt schon das vierte Mal mein Standnachbar gewesen. Der hat gegenüber seinen Stand gehabt. Und ja, der macht Keramikskulpturen und der hat auch ganz, ganz tolle Sachen. Er hat mir letztes Jahr was geschenkt, das liegt da hinten. Ganz, ganz tolle Charaktergesichter macht er aus Ton, die er dann halt brennt und so. Eine ganz tolle Materialien hat er. Ganz, ganz wunderbare Sache. Wenn man sich dafür interessiert, ist es sicher eine Anlaufstelle und der macht eben auch ganz viele Kurse für Menschen, die es eben auch lernen möchten. Dann habe ich mir noch an einem Stand ein Farbverlaufsboppel gekauft. Da darf mir mal meine Schwiegermutti wieder was stricken draus. Weil ein paar, die bei mir am Stand waren, am Mittwoch und am Freitag hatte ich so einen Poncho an, wo meine Schwiegermutter mir gestrickt hat. Und der kam so gut an, dass ich gesagt habe, okay, meine Schwiegermutter muss einfach jetzt nochmal an die Nadel. Genau. Was ich euch noch habe, ist hier mein Standschild. Das habe ich mitgenommen dieses Jahr. Dieses Jahr hatten sie hier so lustige Symbole. Die hatten die Leute, die Aussteller in unterschiedliche Bereiche eingeteilt. Und die, die was mit Nähen zu tun hatten, hatten diese Nadel dran. Und das fand ich so dermaßen witzig, dass ich gesagt habe, die würden es ja sowieso wegschmeißen. Habe ich es jetzt einfach mitgenommen und hänge es jetzt oben bei mir im Nähzimmer an mein Nähregal dran. Da habe ich auch schon eins von Stuttgart hängen. Und das fand ich einfach toll, das habe ich jetzt einfach mitgenommen. So, das waren meine Eindrücke zur Kreativa. Jetzt habe ich auch schon fast 40 Minuten rum. Jetzt möchte ich euch einfach noch ein bisschen was über das Video von gestern vom Jahreszeitenquilt erzählen. Und zwar, nicht gestern, vorgestern, am Dienstag, ist mit diesem Video von Dienstag die Serie vom Jahreszeitenquilt 52 Videos pro Woche 1, also 52 Wochen, ein ganzes Jahr lang habt ihr wirklich fast mein ganzes Patchwork- und Freihandquiltwissen bekommen, weil ich das da so super in dieses Riesenprojekt reinstecken konnte. Es ist natürlich, es erweitert sich ja natürlich immer mehr, also von dem her, ja, also wer ganz viel über Patchen und ja, Patchworken habe ich da noch nicht so viel erzählt, aber eben übers Freihandquilten und über ein paar Techniken im Hintergrund, wie jetzt zum Beispiel Hexagons heften auf Papier oder aber Quilt-as-you-go-Methode, eben das Binding, dann Planen von einem Quilt-Top mit der Nahtzugabe, das Ganze in Zentimetern, damit man sich nicht irgendwie umstellen muss auf Inch, wenn man es nicht gewöhnt ist. Wie man ein Quilt-Sandwich herstellt, wie man es mit Transporteur quiltet, wie man es eben Freihand quiltet, wie man das Ganze vorbereitet, nachbereitet und so. Das habt ihr alles in diesen 52 Videos drin und das ist mit dem Video von Dienstag zuck, 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 abgeschlossen. Fertig. Ich habe gesehen, die liebe Anja hat den Quilt tatsächlich auch schon fertig. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das Binding schon komplett drumherum angenäht hat, weil es sind ja doch über 8 Meter mit der Hand festzunähen. Also von dem her dauert das einfach eine Zeit, aber die Zeit, die kann man sich gerne auf der Couch nähen. Oder aber wenn man sagt, man möchte jetzt nicht das Binding von Hand nähen,
Dann kann man es ja eben auch mit der Nähmaschine machen. Dazu habe ich sowieso auch schon mal extra ein Video gemacht. Aber eben, weil ich zum Binding mit der Hand noch kein Video hatte, habe ich das hier dann in dieses Projekt mit reingenommen. Also könnt ihr gerne schauen. Ich habe eine Playlist erstellt zu dem Jahreszeitenquilt. Da, wenn man die Playlist abspielt, bekommt man wirklich in der Reihenfolge von Woche 1, Frühling, Sommer, Herbst und Winter in den Bereichen dann die ganzen Videos angezeigt. Im Frühlingsbereich habe ich mich dem Thema großen leeren Flächen gewidmet, also die Mustervideos, die ihr da finden könnt, die eignen sich prima als Hintergrundmuster, wenn irgendwie man eine große leere Fläche hat und etwas anders in Fokus rücken will, dann quiltet man quasi den Hintergrund so ein bisschen platt und das habe ich im Frühlingsbereich gemacht. Im Sommerbereich habe ich mich um das Thema Dreiecke gekümmert, wie man die erstmal schnell erstellt, also mittels der Half-Square-Triangle-Methode, also ein Dreieck, zwei Dreiecke, die zusammen ein ganzes Quadrat bilden. Das habe ich da vorgestellt, wie man das plant und dann halt eben unterschiedliche Freihandquiltmuster, die sich besonders gut auf Dreiecken eignen. Dann im Herbstbereich haben wir das Thema gehabt, Hexagons, wie man Hexagons vorbereitet, wie man eine Decke aus Hexagons macht, wie man die Hexagons, wenn die dann nachher auf der Decke sind, wie man die quilten kann. Dann habe ich dann im Winterbereich Rauten gequiltet. Diese Muster eignen sich auch prima für einfach Quadrate oder Rechtecke oder irgendwie so. Schaut einfach gern mal rein. Die Quiltmuster kann man auch gerne für andere Projekte verwenden, die dann eben das dann als Thema haben, zum Beispiel eben leere Flächen, Dreiecke, Hexagons oder Rauten. Also wenn man irgendwie Ideen braucht, kann man da auch ganz gut mal durchblättern. Pro Jahreszeit gab es dann 13 Videos. Und insgesamt sind es dann 52 geworden. Und ich bin echt mega stolz auf diejenigen, die mitgenäht haben. Ich sag gleich noch was kurz zu Innburg. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich kurz raus. Ja, eben zu dem Jahreszeitenquilt. Also wer den noch nachnähen möchte, immer wieder gerne, kann mir auch gerne Bilder zeigen. Besonders, es ist ein bisschen hochgelobt, aber ich muss es trotzdem sagen, ich bin besonders stolz auch auf mich, weil ich hatte das so angekündigt, ich mache ein Jahr ein Jahreszeitenquilt, aber mir war irgendwie nicht bewusst, welche Arbeit dahinter steckt, weil für jede Woche ein Video posten, ist jedes Video sind mindestens 3 Stunden Arbeit, sage ich jetzt mal. Und dass ich wirklich jede Woche Dienstag um 11.30 Uhr ein Video posten konnte, da hat echt eine Menge Arbeit dahinter gesteckt. Mit zuerst drehen, dann schneiden, dann hochladen und die ganzen Beschreibungen im Hintergrund und dann nachher die Postings dazu verfassen. Also wer das schon mal gemacht hat, der weiß, wovon ich rede. Und das Ganze nachzunähen ist, glaube ich, fast sogar noch weniger Arbeit, also ist weniger Arbeit, weil ich habe ja den Quilt in diesen 52 Wochen auch noch zusätzlich erstellt zu dem Erstellen von den Quilt-Videos. Jetzt kurz zu dem Quilt hinter mir. Ich werde dazu nochmal ein Video erstellen. Ansonsten, Innburg, kannst du dir gerne nochmal den Anfang vom Video angucken. Da habe ich relativ genau und erzählt, was ich so und wie ich das gemacht habe quasi. Hallo Viola. Ja, danke schön. Also, okay, sie hat sich wahrscheinlich vertippt und dann muss es nochmal posten, die Viola. Schaust einfach nochmal ganz kurz den Anfang danach an. Da habe ich eben nochmal ein bisschen genauer was dazu erzählt. Ich werde aber wahrscheinlich über kurz oder lang da sowieso nochmal ein Video dazu machen. Das wollte ich jetzt. Ja, genau. Wie geht es jetzt weiter nach dem Jahreszeitenquilt? Da haben eben auch ganz viele nachgefragt, was kommt jetzt nach dem Jahreszeitenquilt? Wie geht es weiter und überhaupt? Also weiter geht auf jeden Fall, so ich Zeit habe, diese wöchentlichen Livestreams. Ich weiß, heute bin ich Donnerstag und nicht Mittwoch online, aber eben ich versuche mittwochs online zu sein um 10 Uhr. Dankeschön, Viola. Ja, also ich habe es echt krass gefunden. Also von dem her, es ist
eben diese wöchentlichen Lives, die kamen ja dann auch noch irgendwann mal dazu. Zu dem Dienstag ein Video kam, mittwochs das wöchentliche Live. Und dann jetzt seit Anfang Januar, seit 4. Januar, habe ich dann auch noch jede zweite Woche in den ungeraden Wochen vom Jahr, in ungeraden Kalenderwochen, kommt dann jetzt immer ein neuer Patchwork-Block raus. Also die Lives und die Patchwork-Blöcke alle 2 Wochen, die bleiben auf jeden Fall. Des Dienstags wird wahrscheinlich, werde ich ein bisschen zurückschrauben, aber ich muss euch schon warnen, ich habe schon wieder ganz viele neue Ideen. Und wenn ich eine Idee habe, dann muss ich die eigentlich auch umsetzen, weil sonst ist die dann, schläft die dann ein und dann wird es auch nichts mehr draus. Also was ich so für Ideen habe für Dienstagsvideos, es wird auf jeden Fall kein so Mega-Projekt mehr werden, wo ich mich dann selber so dermaßen unter Druck setze, dass ich wirklich jede Woche Dienstag ein Video rausbringe, zu plus Livestream plus jede zweite Woche. Was für Fleece ich habe, Andrea, gleich, ich komme gleich dazu. Ich wollte ganz kurz noch was erzählen zu meinen künftigen Projekten dienstags. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache ein bisschen was, mache kleinere Projekte. Dafür gucke ich, dass ich die trotzdem aber auch so gestalte, dass ich nicht ein ganzes Projekt in eine Sendung reinbringe. Ich möchte trotzdem weiterhin so diesen Rahmen von 5 bis 15 Minuten irgendwie einhalten und nicht irgendwie so eine Dreiviertelstunde lang Video posten. Das möchte ich einfach nicht. Also wenn ich sehe, ich habe einfach so viel Material für eine Dreiviertelstunde, dann werden es einfach 3 Folgen, wo ich dann nachher dann aufteilen kann, wo ich dann 3 Wochen hintereinander etwas posten kann. Also so habe ich gedacht, werde ich das jetzt erstmal handhaben. Zu den Projekten, ich habe mir überlegt, ich habe zwei, drei Jeans-Upcycling-Geschichten, die ich euch zeigen möchte. Dann möchte ich euch auf jeden Fall etwas über Paperpiecing erzählen. Und dann möchte ich euch noch zu den Patchwork-Blöcken, die eben jede zweite Woche am Freitag kommen, möchte ich euch aber eben auch noch, aber das wird noch nicht sofort sein, möchte ich auch Quilt-Vorschläge bringen, wie man die Patchwork-Blöcke, die ich euch zeige, wie man die noch quilten kann. Also das ist so grob in der Planung und was ich euch so zeigen möchte. Wenn ihr auch noch weitere Ideen habt, was ich euch zeigen kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine PN oder Nachricht oder eine Mail oder irgendwas, dann kann ich mir überlegen, wie ich das so in meinen Plan einbauen kann und euch dann weiter. Die Jeansweste, ja, die Doris. Doris, die Jeansweste kommt auf jeden Fall. Als nächstes, also ich wollte eigentlich heute drehen und zwar muss ich wieder 2, 3 Blöcke für die Freitagsvideos mal drehen. Aber heute habe ich gedacht, wenn ich jetzt einen Livestream mache, dann kann ich das nicht auch noch machen. Ich muss mal gucken. Ich habe heute eigentlich bloß bis um 5 Zeit. Jetzt haben wir schon fast 11. Das sind nur 6 Stunden. Weiß noch nicht so genau, wie ich es noch zeitlich unterbringen kann heute. Ich glaube heute eher nicht. Aber ansonsten drehe ich nächste Woche erstmal was zu den Patchwork-Blöcken. Und dann, das heißt, nächste Woche Dienstag wird vermutlich kein Video rauskommen, weil ich einfach im Moment noch nichts habe. Ich habe noch kein Videomaterial irgendwie, wo ich jetzt irgendwie am Dienstag bringen kann. Das heißt, nächste Woche Dienstag ist erstmal ein bisschen Pause erstmal. Dafür versuche ich dann am Mittwoch wieder live zu sein und mir was Interessantes für euch zu überlegen, was ich euch denn zeigen kann. Vielleicht machen wir wieder irgendwelche Begriffserklärungen oder irgendwie ein Experiment oder wenn ihr da eine Idee habt, sagt mir auch gern Bescheid. Die Andrea hatte gerade vorhin gefragt, welche Fliese ich benutze oder beziehungsweise welche ich habe. Ich habe mal einen Livestream gemacht über so Volumenfließkunde. Da habe ich alle Fließe, die ich so benutzt habe, habe ich da mal drin erklärt in einem Livestream. Wenn du gucken möchtest, ich hab ihn betitelt mit Volumenfließkunde. Vielleicht findest du ihn relativ schnell. Ansonsten kann ich im Nachhinein, wenn der Livestream beendet ist, kann ich den Link auch unten in die Infobox packen, beziehungsweise hier oben verlinken oder da oben ist es besser gesagt. Dann kannst du im Nachhinein dann nochmal gucken. Aber eben auf meinem Kanal habe ich schon einen ganzen Livestream über Volumenfließkunde gemacht. Also von dem her
Kannst du mal da gucken. Ja, Iris, Jeans ist natürlich ein mega großes Thema bei mir. Genauso wie alte Bettwäsche habe ich auch ganz viele alte Jeanshosen hier, die immer wieder verarbeitet werden müssen. Und ich werde auch irgendwann mal, ich habe schon ganz viele Anleitungen zu. Ja, genau. Little Diamond, Julia, genau. Da kann man dir ganz gut finden, die Folge von dem Livestream. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Moment. Ah, ja, genau. Genau, gerne. Gerne, Andrea. Ich hatte irgendwann mal angekündigt, wann war denn das? War das noch im Dezember? Ich glaube, es war noch im Dezember. Es war vor der ganzen blöden Geschichte. Viola gleich. Wörter fehlen mir. Genau. Im Dezember hatte ich angekündigt, unter den nächsten 10 Käufern meines Collagenbilderkurs verlose ich 3 Paar von meinen Quilthandschuhen. Das hätte ich vorher natürlich mit einbringen können ins Thema bei den Quilthandschuhen. Diese 10 sind natürlich jetzt schon längst irgendwie getätigt worden, die Kursverkäufe. Ich habe es bis jetzt bloß noch nicht auf die Reihe bekommen, das zu verlosen. Ich habe natürlich die Namen von den Leuten, die den Kurse erworben haben, die 10, die da in Frage kommen. Und da werde ich mich jetzt nächste Woche dann dran machen und schauen, wer denn ein paar von den Quilthandschuhen bekommt. Und jo, genau. Also das werde ich nächste Woche machen, nur so als Ankündigung. Außerdem werde ich jetzt noch, ich weiß jetzt noch nicht so genau wann, ich habe jetzt eben nochmal 3 paar Quilthandschuhe von der Regina zur Verfügung gestellt bekommen. Und da werde ich dann demnächst dann auch nochmal eine kleine Verlosungsaktion starten auf meiner Facebook-Seite. Da funktioniert es eigentlich immer ganz gut. Und zwar, ja, genau. Da weiß ich noch nicht so genau, wann ich es posten werde. Ich denke mal so im Laufe der nächsten Woche. Also, wenn ich mal nichts zu posten habe oder so, dann werde ich das raushauen, damit ich, weil ich mir so für mich vorgenommen habe, jeden Tag auf Facebook bzw. Instagram zu posten und dass ich da quasi meinen täglichen Rhythmus drin habe, brauche ich ja immer mal wieder was zu posten. Also werde ich dann das wahrscheinlich zum Anlass dann nehmen. Mal gucken, wenn ich Zeit dazu habe. Ja, Julia, die Verlosung. Ah, mein Knie. Die Verlosung wird ja eine ganze Weile. Ich weiß nicht, ob du schon ein Fan von meiner Facebook-Seite bist. Googles einfach mal oder schaust mal nach Dalin Sali. Da wirst du mich sicher finden auf Facebook. Likes die Seiten, dann kriegst du ja die Sachen angezeigt. Man kann ja auch einstellen auf Facebook, dass wenn jemand irgendwie, wenn du die Seite geliked hast, kannst du dir auch einstellen, dass du dass du, die Iris sagt, sie hat 3 Säcke voller Jeans. Ja, ich weiß nicht, wie viele Säcke ich hier habe. Iris. dass du dir die Nachrichten bzw. neue Posts, neue Beiträge von einer Seite als erstes anzeigen lassen kannst. Das habe ich bei ein paar Bekannten von mir eben eingestellt, zum Beispiel bei so einer Blitzer-News-Seite. Und wenn ich die, wenn die einen neuen Blitzer rausbringen, sozusagen, bekomme ich den immer als erstes eingestellt. Ja, also wenn man das eingestellt hat, also nicht nur Benachrichtigungen, sondern tatsächlich, dass man die Posts von der Seite als erstes angezeigt bekommen möchte, dann funktioniert es eigentlich relativ zuverlässig. Aber die Verlosung, die wird definitiv auch ein paar Tage lang gehen. Also wirst es sicher irgendwie, und ich werde auch zwischendurch auch nochmal daran erinnern, also irgendwie wirst du es schon mitbekommen. Ansonsten kann ich nächste Woche ja auch nochmal daran erinnern, dass man dann sich einschalten kann. Also so schnell wird es nicht vorbeigehen, dass es an dir vorbeigeht. Genau. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit immer so zwischen 15 und 20 Zuseher. Ich sage mal hier auch mal wieder ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr da seid, dass ihr meinen Weg verfolgt, dass ich euch was zeigen kann. Mich macht es unheimlich stolz, dass Leute etwas von mir wissen wollen und erfahren wollen, beziehungsweise was Neues kennenlernen wollen. Ich finde das ganz, ganz toll. Diejenigen, die da sind, dürfen auch gern ein kleines Like da lassen. Vielleicht hat euch der Livestream gefallen und ja, also
Mir hat es wieder mega Spaß gemacht, weil je mehr Zuschauer da sind, desto mehr Interaktion kommt zustande, wie ihr merkt. Und dann kann man ein bisschen eben auch auf die anderen Sachen nochmal hinweisen und sich eben auch gegenseitig ergänzen, von wegen, da ist das Garn, da ist das Volumen fließt, da ist das, da ist das. Also ich finde das immer, ja, Innenburg, das ist immer ein bisschen schwierig. Also ich muss mal gucken. Also wenn Mittwoch schwierig ist, dann gucke ich, dass ich ausweichen kann auf Donnerstag, weil ich platziere es für mich immer gern Mittwoch, weil das ist dann quasi noch so am Vormittag. Nachmittag habe ich die Kinder da. Am Donnerstag habe ich quasi den ganzen Tag zur Verfügung, weil die Kinder da eben bei meinen Schwiegereltern sind. Und da platziere ich normalerweise immer gern meine Drehtage für die neuen Videos. Und deshalb kann ich das eigentlich theoretisch schon Donnerstag machen. Aber wenn ich eben einen Drehtag eingeplant habe, dann kann ich das nicht eigentlich. Außer heute habe ich jetzt ausnahmsweise den Drehtag jetzt halt sein lassen. Und deshalb gibt es dann halt auch kein Video am Dienstag. Ja, es ist halt so, ich brauche ein bisschen Vorlaufzeit, um die Videos dann gescheit zu produzieren und kurz und knackig zu halten. Dann auch vor allem, dass ich die dann im Nachhinein beim Bearbeiten dann auch noch gut kürzen kann, dass es nicht so ein ewig langes Geschwafel ist die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber ich versuche mich echt in den Tutorials wirklich kurz und knackig zu halten. Hier in den Livestreams quatsche ich immer gerne, weil ich das einfach, ja, weil es halt einfach meine Natur ist, immer so viel zu quatschen. So. Was steht nächste Woche an? Nächste Woche Dienstag, habe ich gerade schon gesagt, kommt Dienstag kein neues Video raus, weil ich eben im Moment kein neues Material habe. Ich versuche aber Mittwoch wieder live zu sein und mir irgendwie was Interessantes einfallen zu lassen. Im Moment habe ich noch keine Idee, aber die, die mich schon eine Weile kennen, wissen, ich bin immer relativ spontan und habe dann immer relativ schnell eine Idee, auch wenn es erst dann eine Stunde oder 2 Stunden vorher ist, dann wird es halt kurz erst dann aufbereitet. Ansonsten ist nächste Woche, jo, nächste Woche kommt am Freitag dann wieder ein neuer Patchwork-Block, wenn ich ihn gedreht habe, weil den habe ich eben auch noch nicht gedreht. Mal gucken, wann ich den drehen kann, vielleicht morgen. Muss gucken. Weil es ist echt immer eine aufwendige Sache, weil ich habe eben kein Studio zur Verfügung. Ich mache das hier alles bei mir in der Wohnung. Das heißt, ich muss hier immer erstmal das ganze Esszimmer umbauen, erstmal aufräumen, umbauen, was an die Wand hängen, damit nicht die privaten Fotos im Video dann zu sehen sind, und dann die Nähmaschine hinstellen, weil die eigentlich woanders steht in der Wohnung. Und das ist immer ein bisschen aufwendig, das Ganze hinräumen, dann wieder wegräumen und ja, genau. So, ich bin jetzt fast eine Stunde online. Es reicht jetzt eigentlich auch langsam. Ich habe nichts zu trinken da. Blöderweise habe ich mir heute nichts hergestellt. Ich wünsche euch allen einen ganz, ganz schönen Tag. Habt eine schöne Woche. Falls ihr nicht alles mitbekommen habt, was so am Anfang gewesen ist, schaut es euch gern nochmal an. Bringt mir Wiedergabezeit, euch bringt es Wissen, weil eben es war auch wieder diesmal eine super lustige Sendung. Was ich in. Ich merke gerade, ich werde immer roter. ja, genau. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende. Genießt, jetzt wird es gerade draußen wieder schönes Wetter. Dankeschön, Julia. Ja, also hat mir Spaß gemacht und wir sehen uns. Macht's gut, habt eine gute Zeit. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. So.